Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Und zwar heute zu einem netten Thema. Gerade im Frühjahr ist es sehr oft, bekomme ich die Ansage, sei es egal woher, E-Mail, bla bla, Facebook, YouTube, Google Plus. Andreas, ich brauche deine Beratung, weil ich möchte in den nächsten drei Monaten, in 12 Wochen, möchte ich gnadenlos aufbauen. Ich habe mir vorgenommen, 4, 5, 6 Kilo Muskelmasse muss drauf und nach gehe ich nicht Evi. Was läuft hier eigentlich falsch? Liebe Leute, was habt ihr eigentlich für Vorstellungen, was in drei Monaten tatsächlich passieren kann? Wir reden im Muskelaufbau von Zeitfaktoren, von halbem Jahr bis Jahr. In diesem Range können wir uns unterhalten, 1, 2, 3, vielleicht auch 4 Kilo, wenn alles super läuft. Wir reden hier von trockener Muskelsubstanz. Wir reden nicht von dieser Masse, was viele mitbringen, wo man dann hier mit dem Hammer den Wasserhahn reinschlägt, aufmacht und dann sind 5 Kilo weg, es bleibt nichts stehen. Davon reden wir nicht. Wir reden von echter Muskelmasse, echte Muskelsubstanz. Und echte Muskelsubstanz kann nimmer in drei Monaten groß wachsen. Klar, wenn ich natürlich vorher kein Kreatin genommen habe, wenn ich vorher mich schlecht ernährt habe, werde ich in den ersten 8 bis 10 Wochen 3, 4, 5 Kilo zunehmen. Aber das ist doch keine Muskelmasse, hallo. Das ist nichts anderes als ein vergrößerter Glykogenspeicher und eine Wassereinlagerung durch Kreatin. Ja, wenn ich das alles wieder absetze, was passiert? Pff, alles ist weg, weil es keine Muskelmasse war, zum größten Anteil nicht. Deswegen, wenn ihr euch was vornimmt, gerade zu gewissen Zeiten, wie auch jetzt im Frühjahr, wie auch irgendwann mal im April kommen, die nächsten 6 Wochen will ich alles definieren, genau hatten und Sixpack haben, das ist Unsinn. Ihr müsst langfristig planen. Und wenn ihr im Aufbau seid, dann müsst ihr einfach ein größeres Range nehmen. Nicht denken, dass ihr im Januar anfangt und im März, Ende März, hurra, ich sehe aus wie Arnold, funktioniert nicht. Das sind unrealistische Vorstellungen. Unrealistische Vorstellungen kann ich nicht bedienen. Punkt, Schluss, fertig, aus Armen. Das war's. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T, zum Thema deine realistische Einschätzung. Wenn du es nicht kannst, ich erkläre es dir. Das war's schon. Bis dahin. Grüße, Andreas.